Das ist Sarah. Sie ist fast fertig mit ihrem Studium und hat sich um ihre erste Stelle beworben. Sie ist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Zwar weiß sie schon, wie ein Vorstellungsgespräch üblicherweise abläuft und mit welchen Fragen sie rechnen muss, aber eine Sache macht ihr Kopfzerbrechen. Der Pitch, also ihre Selbstpräsentation. Sie fragt sich, was sie erzählen soll, wenn der Arbeitgeber sagt, berichten Sie uns bitte etwas über sich. Der Pitch ist das Herzstück eines Vorstellungsgesprächs. Er dauert in der Regel zwischen 3 und 5 Minuten. Diese Zeit darf Sarah sich nehmen und zeigen, dass sie genau auf diese Stelle passt. Ein Pitch hat eine klare Struktur. Einleitung, Hauptteil und Schluss. In der Einleitung sollte sich Sarah für die Einladung zum Gespräch bedanken und in einem Satz sagen, warum sie sich für die Stelle interessiert. Im Hauptteil geht es um die Details. Hier kann Sarah ihre besten Argumente liefern. Der Schluss ist eine Zusammenfassung in einem knackigen Satz. Und so bereitet Sarah ihren Pitch vor. Sarah schreibt auf, warum sie diesen Job gerne machen würde. Das heißt, sie beschreibt ihr Fachwissen und ihre Praxiserfahrung. Das ist ihr Matching genau zu dieser Stelle. Sie wählt dafür passende Beispiele aus dem Studium, aus Nebenjobs und anderen Stationen. Das sind ein Planspiel, eine Studienarbeit, ein Modul und ein Projekt. Sarah beschreibt für jedes Beispiel ganz konkret, was sie dort gemacht hat. Ihre Aufgabe, die Arbeitsmethoden und die Ergebnisse. Außerdem notiert sie ihr besonderes Hobby. Sarah sortiert ihre Beispiele in einer Mindmap. So legt sie die Struktur für ihren Pitch fest. Jetzt liest sie auch nochmal die Stellenanzeige und greift daraus die Keywords auf. So dockt sie sich ganz deutlich an das Stellenprofil an. Schließlich fasst Sarah ihre Argumente in einem einzigen Satz zusammen. Jetzt findet Sarah ihren Pitch richtig gut und freut sich sogar auf das Vorstellungsgespräch. Und mit etwas Glück hat sie bald ihre erste Stelle.